100 Ausstellungen sind jetzt in diesem Monat erlebbar und zeigen, glaube ich, ein spannendes Kaleidoskop eben unserer Fotostadt Berlin. Das Format an sich ist durchaus bewährt, auch jetzt hier mit unseren Opening Days bei CO in dieser Partnerschaft jetzt hier vor Ort am Bahnhof Zoo. Ja, das Ziel ist wieder irgendwie, die Leute zu überraschen. Man kommt wegen Fotografie und erlebt Musik. Man kommt wegen Musik und erlebt Fotografie. Der Europäische Monat der Fotografie spielt hier eben in dem Haus eine ganz besondere Rolle, weil wir eben eine Kooperation haben mit dem FOAM, dem Fotomuseum Amsterdam, mit der Ausstellung Back to the Future, die wir gemeinsam kuratiert haben. Es gibt zum einen diese Bewegung, dass Fotografie sich immer mehr entmaterialisiert, verflüssigt sozusagen. Also das heißt, ich kann es permanent überall hinsenden, kopieren, mir irgendwo rausziehen aus dem Internet etc. Und auf der anderen Seite gibt es eben wieder Künstler, die sich sehr interessieren für das Handwerk, für Materialität, die Themen und Printtechniken des 19. Jahrhunderts als Inspiration aufgreifen, diese dann aber experimentell weiterentwickeln, mit neuen Techniken kombinieren. Ich meine, jetzt hat man hier mit dem Europäischen Monat der Fotografie eine Wahnsinnsplattform, wo ganz viele Menschen aus der Szene einfach da sind, mit denen man sich austauschen kann. Und das finde ich sehr inspirierend auch. Man kennt von Nicholas Nixon immer eine Serie, die Brown Sisters. Und Nicholas Nixon mal vorzustellen in seinem Gesamtövre, das erste Mal in Deutschland, war schon lange ein Traum. Er hat eben mit seiner Arbeit nicht nur mit so einem Zyklus wie den Brown Sisters, sondern eben auch mit den anderen Serien über Architektur und über Menschen sehr klare Formen und Strukturen vorgegeben, wie man sich mit Fotografie in sowas wie Gesellschaft, wie man sich in sowas wie Landschaft und Urbanität reinbewegen muss. Und da ist er einer der großen Pioniere. I want the picture to not depend on the series, but the series is how I work through the ideas. The series is how I stay interested in the same subject, but each picture, I hope, becomes a worthy single picture that I could put in a book that, or put on the wall, that doesn't need its brother, doesn't need its twin. There are 2 days in which I invited 30 people from around the world, people whose opinion I care, publisher, artists, photographers, educators, curators, to start to rethink about the role of photo books and photography in our contemporary landscape. Das Medium Fotografie verändert sich, damit auch das Medium Fotobuch. Und es geht halt darum, über neue Formen der Produktion, Distribution, Präsentation von Fotobüchern nachzudenken und auch, was dessen Relevanz in der Zukunft sein könnte.